Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKC Management. Neben mir Philipp Klinkmüller, der Nosferatu oder Nostradamus der Chartanalyse, wir wissen es nicht ganz genau. Herzlich willkommen auch an dich, Dankeschön. Heute in Stuttgart dabei. Wir wollen über die Indizes sprechen, namentlich den deutschen DAX, dann die US-Werte S&P 500, Dow Jones, US-Technologie-Index Nasdaq und dann wollen wir uns noch die Chinesen anschauen, den Hang Seng, den Hang Seng-Index. Mal die allererste Frage an dich, vielleicht mal an Sie. Wenn Sie was zurückgeben wollen, lassen Sie dem Video einen Like da, damit möglichst viele Leute dieses Video sehen, das durch den YouTube-Algorithmus rausgetragen wird. Philipp, ich glaube, die meisten Leute stellen sich die Frage, Sie sehen im Internet gerade bei einigen Analysten schon, die Wende ist drin. Wir stehen kurz vor der Wende und teilweise andere auch, die sagen, nehmen wir einen Ray Dalio, Abgabepotenzial weitere 20-30% bei manchen Indizes vom jetzigen Punkt. Wie siehst du die Situation? Naja, also aktuell ist auf jeden Fall so, dass wir noch nicht, also jetzt auch nachdem die Rallye von der letzten Woche ja auch wieder gescheitert ist, haben aber noch nicht alle, aber der Nasdaq zum Beispiel hat ja ein neues Zwischentief wieder ausgebaut, also das ist auf jeden Fall hier noch nicht gegessen, ja. Dass wir jetzt die Kraft haben, nochmal jetzt direkt 20% abzugeben, das halte ich nicht für besonders wahrscheinlich, einfach weil der Markt dafür schon zu weit ausgedehnt ist. Und auch die Struktur, die da runterkam, bislang eigentlich so ein Verlauf jetzt nicht favorisieren würde. Wir müssten dann wirklich, um in das Szenario zu kommen, jetzt nochmal über einen großen Umweg gehen. Also dass Sprich, wir jetzt, Gegenbewegung. Jetzt eine Bewegung fertig machen und dann nochmal eine große Gegenbewegung, um Luft zu holen, um dann auch diese Abwärtsbewegung drücken zu können. Ja. Okay, schauen wir uns doch mal charttechnisch an, welches Szenario du favorisierst und gehen da mal jetzt durch die verschiedenen Märkte durch. Ja gut, also durch die Bank hinweg, wenn wir mit dem Nasdaq anfangen, uns das übergeordnete Chartbild nochmal anschauen. Wie gesagt, der hat jetzt hier auch zur Vorwoche dieses Tief bei den 10.890 Punkten auch wieder angegriffen, hat er jetzt hier auch leicht unterschritten. Ja. Da ist ganz klar die Erwartung, dass der hier weiter runterkommt. Ja. Ich habe das Ganze jetzt hier auch mal in diesen Trendkanal eingefügt, beziehungsweise in so ein Diagonal, also dass das hier so ein beendendes Diagonal sehr wahrscheinlich wird. Ja. Das würde ganz gut zu der gesamten Struktur jetzt hier passen, in der wir uns hier befinden. Aber klar ist, wir haben hier auf jeden Fall auf der Unterseite noch Platz. Ne? Wir haben jetzt hier auf jeden Fall mal auf diese FIB-Levels, oder wie ich sie eingezogen habe, auf jeden Fall ja schon mal hier letzte Woche ja darauf reagiert. Ist jetzt wieder eingedrungen. Und ich gehe auf jeden Fall davon aus, also dass auf jeden Fall das passt, ja, von der Relevanz. Aber das kann sich hier auf jeden Fall noch ohne weiteres bis in Richtung 10.000 Punkte dann sogar hier an der Unterseite noch jetzt weiter ziehen, ja, je nachdem, was jetzt hier noch in den nächsten Tagen passiert. Das hier ist jetzt zwar aktuell auch schon ein komplettierter Fünfteiler, diese Bewegung, aber das muss nichts heißen. Also da kann auf jeden Fall nochmal was kommen, sich eine Struktur nochmal etablieren, die ihn dann weiter runtertreibt hier. Wichtig ist, um jetzt sich aus der Situation zu befreien, müssten wir jetzt mindestens in den nächsten Tagen über diese 11.729 Punkte ausbrechen, um das dann zu neutralisieren erstmal. Und dann könnte man langsam wieder schauen, okay, kommt ein Szenario zustande, von dem aus wir jetzt ein Tief bestätigen können oder nicht. Okay, fassen wir zusammen. Wir befinden uns jetzt gerade im Bereich 10.900, 11.000 Punkte. Genau. Theoretisch noch runter auf 10.000, heißt nochmal Pi mal Daumen 900 Punkte theoretisch nach unten. Also 10% runter. Ja, 10% rund. Und wir könnten aber theoretisch auch schon rein wellentechnisch ein Tief gefunden haben jetzt. Genau, hier. Aber gibt es halt keine Bestätigung aktuell dafür. Mhm. Ja, nachdem eben, wie gesagt, die Rallye der letzten Woche jetzt gefailed ist, ja, hat sich das halt nicht mehr ergeben und die Möglichkeit einfach nicht mehr ergeben. Ja. Okay. Genau. Ja, Dow Jones, ähnlicher Verlauf, ja, allerdings hat er noch kein neues Low gemacht, der könnte das rein theoretisch jetzt noch halten, müssen wir jetzt mal sehen, halte ich aber auch nicht mehr für besonders wahrscheinlich. Ich gehe auch hier eigentlich davon aus, dass wir nochmal ein Tief ausbauen, ja, auf jeden Fall hier auf diese 28.473 runter, um dann da möglicherweise dann die nächste Chance zu nehmen, die Korrektur zu beenden. Aber der hätte jetzt theoretisch im Gegensatz zum Nasdaq noch die Chance, dass wir hier noch einen 1-2 eben nach oben ausbauen oder eine AB auf jeden Fall nach oben ausbauen.
Aber da sind wir jetzt auch schon sehr, sehr weit zurückgekommen. Also da hängt er jetzt hier bislang eben an diesem 78,6 Retracement fest. Das ist auch so die letzte realistische Ausfahrt, wo ich jetzt sagen würde, in dem Kontext könnte das jetzt sich hier wirklich auch noch bullisch entwickeln, imminent. Mhm. Das heißt, ohne den Ausbau eines neuen Tiefs. Genau, aber okay. Das ist eigentlich jetzt auch nur der DAO, wo ich diese Möglichkeit sehe, weil wenn wir uns den S&P 500 anschauen, das sieht man hier auch optisch direkt, wenn man das ein bisschen auseinanderzieht, da sind wir halt eben schon nahezu an diesem Low angekommen. Mhm. Wäre sehr, 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 sehr ungewöhnlich, wenn sich dieses Szenario jetzt noch bullisch auflösen würde. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass er jetzt hier nochmal eine Gegenbewegung macht. Das haben wir auch mal so noch eingezeichnet, dass er eben mit dieser 4 hier möglicherweise noch nicht fertig ist, dass er nochmal hochkommt, aber dann trotzdem erst nochmal weiter abverkauft. Mhm. Also kannst du es nochmal etwas zusammenziehen weiter, dass wir die alle drauf haben hier? Einfach mal nur zum Zeigen, trotzdem wurden ja hier die letzten Trendwendebereiche Short hier. Auf jeden Fall darauf reagiert und hat auch wieder auf den Short reagiert. Und wurden alle getroffen. Auch hier, das möchte ich nur nochmal erklären, weil ich es immer wieder sage und aber auch immer wieder gefragt wird. Wenn man sowas handeln möchte bei uns, die täglichen Updates, dann setzen Sie bitte, egal ob Sie Long oder Short, also auf steigende oder fallende Kurse setzen, ich zeige das mal hier drauf, den Trendwendebereich. Wenn der eingedrungen wird, an der unteren Kante den Einstieg, in dem Falle für einen Short, in diesem Fall für einen Long, und am untersten Bereich hier 1% darunter den Stop, egal ob Long oder Short, Sie nehmen die oberste oder die unterste Kante und setzen 1% darunter oder darüber, je nachdem, ob Sie Long oder Short sind, den Stop. Wir handeln hier immer den S&P 500 Future. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man das hier nutzen möchte, das hat ja jetzt die letzten 3 oder 4 Trendwendebereiche funktioniert. Der nächste ist jetzt hier auch schon gesetzt. Ja. So wie ich das sehe, es überwiegt aktuell gerade noch die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt nochmal hochkommen, um dann ein neues Tief auszubauen. Im S&P wäre das auf jeden Fall noch eine Möglichkeit. Allerdings ist, wie gesagt, der Nasdaq jetzt gestern auf jeden Fall schon mal das ganze Thema ist dem vorausgelaufen. Mhm. Also würde mich jetzt schon wundern, wenn jetzt der S&P das jetzt noch irgendwie rumreißt. Aber wie gesagt, wenn, dann nur noch mit einer korrektiven Struktur und kommt dann trotzdem nochmal runter. Verstehe. Also auch hier vielleicht ganz kurz noch, weil auch manche Leute da vielleicht auch nicht den gleichen Erfahrungsstand haben. Wer jetzt aktuell den letzten Trendwendebereich genutzt hat, um einen Short zu hinterlegen, das ist dieser Bereich hier, ja. Sie sind hier Short reingegangen, ziehen Sie jetzt als allererstes zumindest einmal den Stop auf den Entry, um jegliches Verlustrisiko aus der Position rauszunehmen. Meiner Meinung nach kann man hier auch schon Gewinne mitnehmen, denn wie Sie sehen, wenn man nach der Primärerwartung hier davon ausgehen kann, dass wir nochmal über das Einstiegslevel reinkommen, sollten hier die Gewinne mitgenommen werden. Ja? Ja. Gehen wir mal auf, welchen hast du noch nicht gezeigt? DAX. Schauen wir uns Deutschland an. Also da sieht es ähnlich aus. Situation im DAX. Auch hier jetzt die Option halt eben da, dass wir nochmal hier jetzt nochmal diese 4 weiter ausbauen. Ja. Nochmal eventuell an diesen Trendkanal laufen oder die 4 schon drin haben. Ich muss ehrlich sagen, hier beim DAX würde ich ganz klar bevorzugen, dass die 4 schon drin ist. Warum? Weil dann könnte man diesen Trendkanal von oben etwas weiter runterziehen. Dann hat es mehr so einen beendenden Charakter. Dann wäre das hier auch gut, wenn wir so ein beendetes Diagonal reinlaufen. Typische Formation, um eben auch solche Korrekturen zu beenden. Und müssen aber hier auch momentan davon ausgehen, dass der hier auf jeden Fall nochmal weiter abverkauft wird. Okay, also auch hier ist bereits ein Trendwendebereich eingezeichnet für ein folgendes Tief für den DAX. Auch hier muss man halt unterscheiden, der Unterschied auch hier im Vergleich zu dem jetzt zum Nasdaq und auch zum S&P, weil ich finde einfach, dass der S&P schon zu weit zurückgekommen ist, sehen wir halt hier, dass auch theoretisch der DAX hier echt noch Platz hat aktuell. Also rein theoretisch, da das auf jeden Fall mal eine fünfteilige Bewegung war, die hier hochkam, ja, hätte auch der DAX jetzt auf jeden Fall momentan noch die Chance, sich zu befreien, beziehungsweise auf jeden Fall nochmal eine Gegenbewegung zu zeigen. Mhm. Ja. Aber der hätte hier noch Platz, also der hat das 78er noch nicht angelaufen. Hat sogar dieses Zwischentief jetzt noch nicht unterschritten. Also da besteht noch eine Chance eventuell, dass er sich da noch vorzeitig aus der Sache befreit. Mhm. Auch hier, wenn du mal das etwas weiter die Range zusammen machst, dass man den letzten Trendwendebereich sehen kann. Wer den hier genutzt hat, hier oben, den blauen, wenn du mal ganz kurz mit der Maus anfährst, danke. Ja. Den blauen hier, wer hier short ist, exakt das gleiche Spiel. Unterkante Einstieg, Oberkante plus 1%, den Stop. Würde ich auch hier ganz klar plädieren, Gewinne mitzunehmen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Man muss ja nicht da jetzt komplett rausgehen.
aber auf jeden Fall mal Gewinne sichern, Teilgewinne auf jeden Fall realisieren, keine Frage. Genau. Wir sagen ja immer, man nutzt den nächsten Trendwendebereich, um seine Gewinne zu realisieren. Klar, schön, aber wenn man hier so eine Bewegung schon mitnehmen kann und man sieht, man kommt hier theoretisch, es könnte hier theoretisch die Möglichkeit bestehen, dass wir schon ein hinterlegtes Tief haben, dann darf ich es mal ganz kurz, und wir sehen hier beispielsweise von der Unterkante, da sind wir jetzt gerade über 1000 Punkte im Gewinn. Einfach mitnehmen, ja? So eine Situation. Ja. Schön, wenn es noch weiter runter geht, aber ich denke, das bietet sich hier definitiv an. Es ist dann eher so wieder, dass man eine Long-Position hinterlegen würde, wenn wir da unten in den nächsten Trendwendebereich reinkommen. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, ja. Okay, genau. Dann haben wir die Situation besprochen. Im DAX kommen wir jetzt zu den Chinesen, der Hang Seng. Genau. Ein Markt, den wir erst seit 6 Wochen ungefähr aufgenommen haben bei uns. Ja. Da hatten wir jetzt auch schon Trendwendebereiche hinterlegt hier. Ja, da sind auch davor schon welche leider gescheitert, aber die beiden hier, die haben jetzt gepasst. Da sind wir hier raus, da oben rein. Klar, das war jetzt sehr, sehr knapp aufeinander. Aber das Wichtigere war jetzt eigentlich hier, dass wir auf jeden Fall diesen Short abgefangen haben hier mit der Trendwende und dass er jetzt eben hier runterläuft, ja. Hier die nächste Zone sehr wahrscheinlich ansteuern wird und dann von dort aus nochmal eine Gegenbewegung vor sich hätte, ja, um dann nochmal tiefer hier auch einzudringen in diesen Bereich. Allerdings würde ich hier auf jeden Fall auch mal mit auf den Weg geben, das ist jetzt ja auch aktuell auch mal mit 32% schon mal hinterlegt. Ich meine, er hat jetzt hier auch dieses Tief schon wieder unterschritten, ne, schon mal positiv, aber ich würde auf jeden Fall hier, müssen wir jetzt auch im Hinterkopf behalten, natürlich die Option, dass jetzt hier an diesem Ziel eben auch natürlich das auch schon fertig sein kann in Summe, ja, muss man ganz klar so sagen. Ja. Ja. Also das müssen wir auf jeden Fall mit einplanen und dann wird sich zeigen, wie es hier, ob die Bewegung noch kommt und dann wirklich nochmal ein Abverkauf kommt oder ob er hier schon heraus und dann komplett durchstartet. Ja. Auch hier nochmal zusammenfassend, wer hier im Hang Seng Index, den wir auch täglich analysieren, einen Short genommen hat, erster Schritt, bitte den Stop auf den Entry setzen. Somit ist jegliches Verlustrisiko aus der Position rausgenommen. Zweiter Schritt, Sie sehen bereits den nächsten Trendwendebereich in grün hier. Oberkante 61,8 FIP bei 16.195. Hier kann man dann bereits den TP, den Take Profit, hinterlegen. Ich sage ja immer, wir nutzen hier den Future-Kurs, um diesen zu handeln. Wir setzen das mit einem CFD um, bei einem CFD-Broker, bei dem wir jetzt keine Overnight-Gebühren bezahlen auf den Future-Handel. Wenn Sie dazu Fragen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an die info@hkcmanagement.de. Wir machen hier keine Werbung. Noch irgendwas, was du hier mitgeben möchtest, aktuell, was die Indizes angeht? Nee, also der Punkt ist einfach, dass egal wie wir jetzt das nächste Tief jetzt formieren, ne, von dort aus sehe ich auf jeden Fall erstmal eine Aufwärtsbewegung auf uns zukommen. Also einfach um hier auch mal wieder ein bisschen, ich meine, auch die Unterseite braucht ja dann Power irgendwoher, anders geht's ja nicht. Ja. Um wie gesagt auf das eingangs besprochene Thema zurückzukommen, also ich sehe das nur dann als möglich, wenn wir uns jetzt signifikant erholen, ja, um dann nochmal abzuverkaufen. Okay, du siehst eine deutliche Verstärkung des Abwärtspotenzials erst kommen, wenn wir eine starke Erholung davor haben. Ja. Du sagst also rein, dass wir jetzt kaskadenmäßig einfach immer weiter runter sacken, Stockwerk zu Stockwerk, dafür hat der Markt keine. Unwahrscheinlich, ja. Weil der Markt dafür einfach, beide Bewegungen brauchen ja Kräfte und auch die Abwärtsbewegung braucht Kraft. Also wir sind jetzt in sehr, sehr vielen Bereichen auf vergleichbaren Levels wie 2008, 2009 angekommen, respektive haben die teilweise sogar schon unterschritten. Mhm. Also wird es jetzt sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, wo er jetzt die Energie nochmal hernehmen möchte. Also wir sind, dazu sind wir schon zu weit fortgeschritten, dazu läuft das ganze Thema eigentlich auch schon zu lange. Mhm. Ja. Bedeutet aber auch, dass es für uns jetzt auf der analytischen Seite das Ziel darin liegt, zu schauen, ob die nun kommende Gegenbewegung, also Aufwärtsbewegung, in einer impulsiven oder in einer korrektiven Manier erfolgt, um dann frühstmöglich sagen zu können, wie sich der Markt in Zukunft verhält. Sprich, haben wir dann ein hinterlegtes Tief oder haben wir eine Gegenbewegung von 10%, 15%, 20%, auf die dann nochmal eine starke Abwärtsbewegung folgt. Genau. Ne. Das einzige Problem wird halt sein, dass natürlich diese Möglichkeit jetzt besteht, dass wir die kommende Aufwärtsbewegung in einer eigentlich korrektiven Struktur aber abarbeiten. Ne. Weil sollten wir hier dieses jetzt übergeordnet dann für diese nächste Bewegung diagonal aufbauen, ne, darin kann sich ein Impuls, also eine Aufwärtsbewegung auch
als dreiteilige Bewegungen darstellen. Mhm. Das würde natürlich für ein ziemliches Gemetzel sorgen. Okay, ja. Also es bleibt spannend. Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Und es bleibt aufregend. Alles klar, Philipp, lieben Dank für deine Expertise hier. Und bis zum nächsten Mal. Sie lassen dem Video gerne einen Like da. Ich wünsche Ihnen jetzt eine wunderschöne Woche. Machen Sie es gut. Danke.